liebe Kinder, herzlich willkommen. Wieso beginnst jetzt du? Entschuldige, Drax. Ich hab dich ja... Na, übersehen habe ich dich natürlich nicht. Bist ja auch nicht zu übersehen. Aber du siehst schon, wir sind ein bisschen in einem neuen Umfeld. Du siehst, die Einleitung ist anders als bei den letzten Drax-Shows. Es ist auch eine... Neue Drax-Show! Richtig, Drax. Die Drax-Show, deine Show, beschäftigt sich jetzt weniger mit Mathematik und Deutsch. Warum nicht? Ganz einfach, weil die Kinder das jetzt ja mit uns Lehrerinnen, mit der Fräulein Elisabeth und mit mir richtig in der Klasse machen können. Das musst du doch eh schon bemerkt haben. Ja, brauchst dich nicht genieren, hast halt ein paar Stunden verschlafen. Stimmt nicht! Gut, Drax, lassen wir mal so stehen. Auf jeden Fall, deine Drax-Show beschäftigt sich ab jetzt eher mit Sachunterricht und, was wird die Kinder freuen, mit einer Vorlesegeschichte. Juhu! Ich weiß, dass dich das auch freut, denn du hörst auch gerne zu beim Vorlesen. Aber beginnen wollen wir heute mit dem Sachunterricht. Und zwar blende ich den Kindern jetzt wieder die passenden Arbeitsblätter im Video ein, damit ihr es auch gut mitlesen könnt. Zunächst einmal wollen wir wiederholen, was eigentlich schon in der letzten oder vorletzten Drax-Show passiert ist, nämlich das Thema die Uhr. Ich hoffe, du hast dir gut gemerkt, dass ein Tag 24! Drax, nicht rausrufen, ich wollte ja wissen, ob es die Kinder auch wissen. 24, er hat schon rausgerufen, er ist ja so schlau geworden. Ja, und jetzt fühlt er sich noch gut, ich glaube, ich muss ihn wieder bremsen. Schau mich nicht so an, Drax. 24 Stunden hat, also ein Tag. Auf der Uhr siehst du aber nur die Ziffern von 1 bis 12. Erinnere dich an den Film oder die zwei Filme, die du schon gesehen hast, zu diesem Thema. Das ist deswegen so, weil der Zeiger zweimal rundherum läuft. Und das werde ich dir jetzt mit unserer Modelluhr noch einmal zeigen. Du siehst hier neben dem Drax unsere Modelluhr, die ich, du weißt schon, beim einen Video aus Kartonplatten und Kartonstreifen gebastelt habe. Um Mitternacht oder 0 Uhr beginnt der neue Tag. Der lange Zeiger ist der Minutenzeiger. Dieser Zeiger wandert in einer Stunde einmal rundherum. Der kurze Zeiger ist der Stundenzeiger und der wandert in einer Stunde nur bis zur nächsten Ziffer. Diese Ziffern geben dir die Stunden an. Du siehst jetzt, eine Stunde ist vergangen. Der kleine Zeiger, der die Stunden angibt, ist beim 1er für 1 Uhr. Und der lange steht wieder oben beim 12er, weil eine neue Stunde beginnt. Wenn er jetzt weiter wandert, der lange, einmal rundherum, bis er wieder oben ist, ist der kurze wieder eine Ziffer weitergewandert. So geht das einmal rundherum. Ich mache das jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Und nach 12 Stunden stehen die Zeiger wieder so. Jetzt ist der Tag aber noch nicht um, sondern es ist erst Mittag, auch Mittagessenszeit in der Schule. Und dann beginnt das Ganze von vorne, aber wir haben den zweiten Teil des Tages. Der lange wieder einmal rundherum, der kurze nur eins weiter. Wir haben aber jetzt nicht mehr 1 Uhr oder höchstens 1 Uhr Nachmittag. Wir sagen aber auch stattdessen 13 Uhr. Und das kennst du von deinen Heimgezeiten. Manche von euch gehen um 15.30 Uhr nach Hause oder eigentlich die meisten an einem normalen Schultag
Und da steht dann der lange Zeiger nicht mehr oben, sondern unten. Und der kurze steht in der Mitte zwischen 15 und 16 Uhr. Es ist nämlich nur eine halbe Stunde. Und damit sind wir gleich bei den halben Stunden. Eine halbe Stunde ist dann vorbei, wenn der Minutenzeiger bis zum Sechser gekommen ist. Weil das ist die Hälfte von dem. Eine ganze Stunde ist um, wenn der Minutenzeiger wieder beim Zwölfer landet. Und deswegen geht auch der kurze Zeiger in einer halben Stunde, wir gehen mal jetzt auf 15 Uhr, eine halbe Stunde vor Heimgehzeit. Bitte schau jetzt nicht unbedingt auf den Dreier, sondern auf den 15er oder 3 Uhr Nachmittag. Hier beginnt also der lange Zeiger oben bei 0 oder bei 12, weil es eine neue Stunde ist. Er wandert eine halbe Stunde weiter und der kurze Zeiger geht natürlich in einer halben Stunde auch nur die Hälfte der Strecke und steht in der Mitte zwischen dem 3er und 4er oder 15 und 16 Uhr. Jetzt weißt du auch gleich, wie das mit den halben Stunden funktioniert. Jetzt hast du wieder Blätter eingeblendet im Film und du siehst jetzt verschiedene Uhren auf einem Blatt. Such einmal die Uhr, die dich in der Früh vielleicht aufweckt, wenn du aufstehen musst. Wie heißt denn diese Uhr? Der Wecker sorgt dafür, dass du rechtzeitig aufstehst und nicht zu spät in die Schule kommst. Wanduhren zeigen die Zeit schön groß und deutlich an. Die Bahnhofsuhr zeigt sehr groß den Leuten die Zeit, damit sie ihre Züge nicht verpassen. Früher wurde die Zeit mit einer Sonnenuhr angezeigt. Der Schatten des Stabes zeigte, wie spät es war. Aber was tat man in der Nacht? Weißt du es? Hast du eine Idee? Kannst du in der Nacht bei einer Sonnenuhr die Uhrzeit ablesen? Das zeigst du mir bitte mal, wie das gehen soll, wenn keine Sonne scheint, dass es einen Schatten gibt. Aber hallo, natürlich gibt es in der Nacht keine Sonnenuhr. Auch die Sanduhr ist eine alte Uhr. Es dauert eine bestimmte Zeit, bis der Sand von oben nach unten rinnt. Nachteil? Es ist nur eine Zeitdauer messbar. Zum Eierkochen ist sie aber ganz brauchbar. Mit einer Armbanduhr hast du die Zeit immer bei dir und weißt immer, wie spät es ist. Es gibt analoge mit Zifferblatt und digitale Uhren. Die Stoppuhr zeigt die Zahl digital, also mit laufenden Ziffern, auf einem Display an. Das Display ist dieses kleine hellgrüne Feld, wo die dunklen Zahlen drauf zu lesen sind. Mit den Tasten oben auf der Stoppuhr drückt man, wenn die Zeit losgeht oder wenn sie beendet ist. Oft siehst du auch digitale Uhren, die auch Datum und Temperatur anzeigen. Das heißt, da siehst du zunächst einmal die Uhrzeit, dann erscheint das Datum, und dann womöglich noch die Temperatur. Das Jahr. Ein Jahr hat 12 Monate und 365 Tage. In jedes Monat fallen 30 oder 31 Tage. Kleine Ausnahme ist der Februar, der hat nämlich nur 28. Alle 4 Jahre gibt es einen 366. Tag. Das hat Gründe, über die ich dir vielleicht in den nächsten Schuljahren einiges mehr erzählen werde. Im Moment merkst du dir es einfach mal so oder auch nicht.
Auf dem Bild siehst du jetzt dann ein Kalenderblatt, das ein ganzes Jahr anzeigt. Die Woche. Eine Woche hat 7 Tage. An 5 Tagen gehst du in die Schule. Montag bis Freitag. Am Wochenende, Samstag und Sonntag, hast du schulfrei. Dann siehst du jetzt hier so eine Woche auf einem möglichen Kalenderblatt. Da steht halt kein Datum dabei. Aber du siehst, wie unsere 7 Wochentage heißen. Und mach mal kurz die Augen zu und sag sie jetzt alle der Reihe nach auf, die 7 Wochentage. Und wenn du fertig bist, machst du die Augen wieder auf und schaust, ob es gestimmt hat. Und los! Fertig? Schau nach, hat's gestimmt? Viele haben's gewusst. Manche müssen es noch ein bisschen üben. Ein Jahr hat 52 Wochen und einen Tag. Das geht sich leider nicht anders aus und deshalb ist es mit der Zeit auch nicht so einfach wie mit dem normalen Rechnen. Hast du gut aufgepasst? Logo! Trax, ich habe eigentlich die Kinder gemeint, aber ich weiß, es ist spitze, du passt mittlerweile so toll auf, wenn wir was miteinander machen für die Kinder. Ich kann dich nur nicht oft genug loben. Es wird doch schon wieder übernatürlich. Bleib am Boden. Wenn du gut aufgepasst hast, hast du mit diesem Arbeitsblatt jetzt überhaupt kein Problem. Du sollst nämlich hier einiges ausfüllen. Das Blatt hast du bekommen. Und oben, Trax schaut schon ganz neugierig, ja, da steht eine Frage, ein Tag hat wie viele Stunden? Das weißt du jetzt schon. Ein Jahr hat wie viele Monate? Oder eine Woche hat wie viele Tage? Trax weiß das natürlich, aber er sagt's nicht. Perfekt. Und darunter hast du jetzt hier links, sollst du alle Wochentage der Reihe nach aufschreiben. Der erste steht schon da. Und die anderen stehen natürlich durcheinander. Bitte nicht in dieser Reihenfolge eintragen, sondern welcher Tag kommt nach dem Montag? Die! Gut, dass du noch aufgehört hast, Trax zu reden. Die Kinder sollen das ja wissen. Also, den nächsten nach dem Montag schreibst du darunter, dann den nächsten und so weiter, bis alle drinnen stehen. Das gleiche hast du hier drüben auf rechts mit den Monaten. Der erste, der Jänner, steht schon drinnen. Und dann kommen sie der Reihe nach eingetragen. Hier unten als kleine Hilfe, der Trax zeigt gerade mit seinem vorlauten Schnabel, bin nicht vorlaut, dorthin. Und sie sind aber auch hier nicht in der richtigen Reihenfolge. Stimmt's, Trax? Ja. Also das sollst du erledigen. Und wenn du es hast, bringst du es bitte mit am nächsten Schultag in den Unterricht. Damit wir nachschauen können, ob du das alles schon verstanden hast. 3 mal 3 macht 4. Wieder, wieder, witt. Und 8 macht 9. Falsch! Ja, Trax, aber das Lied geht nun mal so. Also, lass mich weiter singen oder nochmal von vorne anfangen. 3 mal 3 macht 4, wieder, wieder, witt und 8 macht 9, machen uns die Welt, wieder, wieder, wie sie uns gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, alla viva, la ra, alla hopsasa. Danke fürs Mitsingen, Trax. Das war ja gar nicht mal so schlecht. Und damit sind wir schon bei der Hauptperson unserer Vorlesegeschichte. Es handelt sich um Pippi Langstrumpf, das stärkste Mädchen der Welt. Echt? Ja, Trax, lass dich überraschen.
Du wirst es im Laufe der Geschichte noch hören. Also, liebe Kinder, ab heute Fortsetzungsgeschichte Pippi Langstrumpf. Ich bin euch natürlich noch schuldig, wer dieses Buch geschrieben hat. Dieses Buch hat geschrieben Astrid Lindgren, eine schwedische Schriftstellerin, die ganz viele tolle Bücher für Kinder geschrieben hat. Und ihr bekanntestes Buch, würde ich mal sagen, ist eben Pippi Langstrumpf. Erstes Kapitel. Pippi zieht in die Villa Kunterbunt ein. Am Rand der kleinen Stadt lag ein alter, verwahrloster Garten. In dem Garten stand ein altes Haus und in dem Haus wohnte Pippi Langstrumpf. Sie war 9 Jahre alt und sie wohnte ganz allein dort. Sie hatte keine Mama und keinen Papa und eigentlich war das sehr schön. Denn so gab es niemanden, der ihr sagen konnte, dass sie schlafen gehen sollte, wenn sie gerade mitten im schönsten Spiel war. Und niemanden, der sie zwingen konnte, Liebertran zu nehmen, wenn sie lieber Bonbons essen wollte. Früher hatte Pippi mal einen Papa gehabt, den sie schrecklich lieb hatte. Ja, sie hatte natürlich auch eine Mama gehabt, aber das war so lange her, dass sie sich gar nicht mehr daran erinnern konnte. Die Mama war gestorben, als Pippi noch ein ganz kleines Ding war, das in der Wiege lag und so furchtbar schrie, dass es niemand in ihrer Nähe aushalten konnte. Pippi glaubte, dass ihre Mama nun oben im Himmel war und durch ein kleines Loch auf ihr Mädchen runterguckte und Pippi winkte oft zu ihr hinauf und sagte, »Hab keine Angst, ich komme immer zurecht.« Ihren Papa hatte Pippi nie vergessen. Er war Kapitän und segelte über die großen Meere und Pippi war mit ihm auf seinem Schiff gesegelt, bis er einmal bei einem Sturm ins Meer geweht worden und verschwunden war. Aber Pippi war ganz sicher, dass er eines Tages zurückkommen würde. Sie glaubte überhaupt nicht, dass er ertrunken sein könnte. Sie glaubte, dass er auf einer Insel an Land geschwemmt worden war, wo viele Eingeborene wohnten und dass ihr Papa König über alle Eingeborene geworden war und jeden Tag eine goldene Krone auf dem Kopf trug. »Meine Mama ist ein Engel und mein Papa ist ein Südseekönig. Es gibt wahrhaftig nicht viele Kinder, die so feine Eltern haben«, pflegte Pippi sehr stolz zu sagen. »Und wenn mein Papa sich nur ein Schiff bauen kann, dann kommt er und holt mich. Und dann werde ich eine Südseeprinzessin. Hei hopp, was wird das für ein Leben?« Ihr Papa hatte dieses alte Haus, das in dem Garten stand, vor vielen Jahren gekauft. Er hatte gedacht, dass er dort mit Pippi wohnen würde, wenn er alt war und nicht mehr über die Meere segeln konnte. Aber dann passierte ja das Schreckliche, dass er ins Meer geweht wurde. Und während Pippi darauf wartete, dass er zurückkam, begab sie sich geradewegs nach Hause in die Villa Kunterbunt. So hieß dieses Haus. Es stand möbliert und fertig da und wartete auf sie. An einem schönen Sommerabend hatte sie allen Matrosen auf dem Schiff ihres Papas Lebewohl gesagt. Sie hatten Pippi sehr gern und Pippi hatte sie auch gern. »Lebt wohl, Jungs«, sagte Pippi und gab allen der Reihe nach einen Kuss auf die Stirn. »Habt keine Angst um mich, ich komme immer zurecht.« 2 Dinge nahm sie vom Schiff mit. Einen kleinen Affen, der Herr Nilsson hieß, und einen großen Handkoffer voll mit Goldstücken. Den hatte sie von ihrem Papa bekommen. Die Matrosen standen an der Reling und schauten Pippi nach, solange sie sie sehen konnten. Sie ging mit festen Schritten davon, ohne sich umzudrehen,
mit Herrn Nilsson auf der Schulter und dem Koffer in der Hand. »Ein merkwürdiges Kind«, sagte einer der Matrosen und wischte sich eine Träne aus dem Auge, als Pippi in der Ferne verschwunden war. Er hatte recht. Pippi war ein sehr merkwürdiges Kind. Das Allermerkwürdigste an ihr war, dass sie so stark war. Sie war so furchtbar stark, dass es auf der ganzen Welt keinen Polizisten gab, der so stark war wie sie. Sie konnte ein ganzes Pferd hochheben, wenn sie wollte. Und das wollte sie. Sie hatte ein eigenes Pferd, das sie für eines ihrer vielen Goldstücke gekauft hatte, an demselben Tag, an dem sie heimgekommen war in die Villa Kunterbunt. Sie hatte sich immer nach einem eigenen Pferd gesehnt. Und jetzt wohnte es auf der Veranda. Aber wenn Pippi ihr Nachmittagskaffee dort trinken wollte, hob sie es ohne weiteres in den Garten hinaus. »Hey, Richard, bitte weiterlesen!« »Erstens, Trax, wenn ich jetzt weiterlese und nicht aufhöre, dann sitzen wir noch morgen hier. Und die Kinder sind alle schon längst eingeschlafen während dem Video. Und zweitens heißt Fortsetzungsgeschichte, das solltest du jetzt schon wissen, dass es nicht nach einem Mal aus ist. Also freu dich aufs nächste Mal, wenn die Fortsetzung unserer Geschichte von Pippi Langstrumpf kommt.« »Na gut!« »Und jetzt, Trax, verabschiede dich für heute von unseren Kindern.« »Ciao!« Das war aber nicht sehr fantasievoll. »Ich hab's gehört!«